Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch einmal, wie ihr eure Lufthebefilter kampffischsicher bekommt. Es gibt zwei verschiedene Arten, einmal den runden und einmal diese klassischen, wo man den Schwamm abziehen kann und der sich dann reinigen lässt. Durch dieses Loch kann man den Luftschlauch anschließen und hier habe ich euch das nochmal auseinandergebaut gezeigt. In diese Löcher können leider Kampffische reinschlüpfen. Denn da unten drin war nämlich einer und ich sah erstmal ganz schön alt aus. Zum Glück konnte man das abziehen und auseinanderbauen. So habe ich das Tier zum Glück rausbekommen, denn er kann sich da unten natürlich nicht umdrehen. Um diese Gefahr zu bannen, gibt es diese Lufthebefilter. Die sind komplett sicher und auch für Jungfischaufzucht geeignet. Denn da kann kein Fisch reinschwimmen. Aber was ist nun, wenn man nur diese hat? Man nimmt sich nun einfach Filterwatte. Es kann diese ganz feine sein oder gröbere. Ich kuppel mir da einfach ein bisschen ab. Und stopfe das einfach rein. So kann kein Fisch in diese Öffnung reinschwimmen. Aber das saubere, klare Wasser kann raus. Man kann das reinigen und fertig ist das. So sieht das jetzt im Aquarium aus. Es ist natürlich auch garnelensicher in diesem Fall. Und dieser Fisch war in so einen Filter reingeschwommen und ihr seht, der hat oben noch eine kleine Verletzung, aber ihm geht es soweit gut. Und das habe ich zum Anlass genommen, diesen Tipp, den ich auch von anderen Kampffischhaltern bekommen habe, euch mal zu präsentieren, dass nicht so viele Fische mehr diesen qualvollen Schmerzen erleiden müssen. In diesem Sinne wünsche ich euch auch einen schönen Tag und würde mich über einen Kommentar und eine Videoteilung freuen. Bis bald!